Frau Doktorin Sonja Rabeck ist, denke ich, vielen von Ihnen bekannt. Zumindest hat mir die Frau Sageda das im Vorfeld gesagt. Ich bin ja nicht aus der Coaching-Branche, sondern als Journalistin. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass ich Sie nicht im Detail vorstellen muss, sondern nur die groben Züge zu Ihrer Person noch einmal sagen darf. Sie haben einen sehr selbstständigen Beratungsansatz entwickelt, der sogenannte relationale Ansatz, der auf einem konstruktivistischen Weltbild fußt, wenn man das so ganz einfach sagen will, wo es ein paar geistige Väter oder geistige Strömungen dazu gibt. Ernst von Glasersfeld mit dem radikalen Konstruktivismus und Männer wie Umberto Maturana mit der Autopoesis und die Kybernetik eines Heinz von Förster sind sozusagen der geistige Boden, aus dem heraus Frau Doktorin Radetz ihren eigenen Ansatz entwickelt hat. Die relationale Betriebswirtschaft ist Ihnen vielleicht auch ein Begriff. Zu Ihrem Ansatz hat sie auch eine ganze Reihe von Methoden und Tools entwickelt. 14 Bücher oder sind schon mehr? 18. 18. Also, aber die haben Sie nicht jetzt innerhalb von einem Jahr geschrieben. Nein, das erste ist 1997 schon entstanden und dann so in der Folge. Und die entwickeln sich immer weiter. Die entwickeln sich immer weiter. Und es werden immer mehr. Ja, genau. Und Sie geben auch eine Zeitschrift heraus, die Lernende. Richtig, die habe ich auch mitgebracht. Frau Doktorin Radetz ist geborene Linzerin, also das ist heute ein Heimspiel sozusagen. Ja, richtig, freue mich sehr. Sie hat Betriebswirtschaft und Psychologie studiert, außerdem noch Dolmetsch für Italienisch und Spanisch, habe ich das richtig behalten, und sie spricht insgesamt 5,5 Sprachen. Jetzt könnte ich Sie raten lassen, was ist die halbe? Mühviertelisch. Ich glaube, das... Nein, das kann ich schon. Mühviertelisch geht schon ganz, aber vielleicht lösen Sie das irgendwann auf. Man muss euch so gerne mit kleinen Rätselfragen das Genau. ein bisschen Spannung halten. Gibt es das Thema Lebensumbrüche überhaupt, Frau Radetz? Darf ich mit Ihnen beginnen? Ja, ich denke, dass Lebensumbrüche heute viel häufiger passieren, als wir das noch vor 10 oder 20 oder 100 Jahren so gewohnt waren. Einerseits, weil die Menschen immer wieder etwas Neues wollen und sich dadurch eine gewisse Dynamik sozusagen am Markt ergibt. Auf der anderen Seite, weil wir Themen schnell erleben. Das, wo wir früher einen Job fürs Leben hatten, gibt es heute so die Tendenz, mal einen Job zu beginnen und dann zu sehen, wohin man kommt, und dann macht man wieder was anderes und dann nimmt man sich eine Familie und man trennt sich von der wieder und man nimmt wieder eine andere. Also es ist mehr dieses Einkaufen von Lebensumbrüchen. So könnte ich es vielleicht beschreiben, was ich immer wieder erlebe. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, es ist eine ganz schlimme Zeit, aber es ist eine Zeit, die wir gestalten. Ja, es ist nichts passiert aus meiner Sicht, sondern das sind alles Folgen und Ergebnisse von unserer Gestaltung. Zuerst tun wir sozusagen alles dafür, dass etwas Neues entstehen kann, und dann wundern wir uns, dass das Neue jetzt entstanden ist. Und dann könnten wir uns gestaltet fühlen. Ich habe immer so dieses Credo, gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. Ich gehe nicht davon aus, dass eines der beiden Punkte besser ist. Ich denke nur, Sie sollten sich entscheiden, ob Sie gestalten wollen oder lieber gestaltet werden wollen. Und wenn Sie gestalten wollen oder wenn Sie sich eher zu den Gestaltern zählen, dann sagen Sie, hurra, ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt. Ich habe praktisch ein weißes Blatt Papier und kann darauf wieder etwas zeichnen. Ich kann mich neu erfinden, ich kann jemand neuer werden und neue Dinge gestalten. Und das ist das, was wir aus meiner Sicht viel häufiger tun sollten, als Veränderungen vorzunehmen. Ich gehe also davon aus, dass Veränderungen immer suboptimal sind. Wenn Sie eine Veränderung vornehmen, dann belassen Sie den Zustand im Prinzip, ja, und Sie tun ein bisschen was weg und Sie nehmen etwas dazu.
Und aus meiner Sicht schaffen sie mit einem Lebensumbruch aber eine komplett neue Situation. Und da passt der relationale Ansatz sehr gut dazu, denn es geht so im ganz großen Unterschied zur systemischen Arbeit. Es gibt ja zwei systemische Ansätze. Nicht der eine ist der, den Sie unter systemisch kennen, das ist so die Kybernetik erster Ordnung. Das ist dort, wo Sie Hypothesen gestalten, wo Sie Ideen haben, was da jetzt passieren müsste, wo sie Wege entwickeln etc., wo sie praktisch von außen drauf schauen und sagen, das ist jetzt richtig. Dann gibt es sogar Coaches, die sagen, es ist zwar sehr nett, wenn sie meinen, sie brauchen jetzt nichts anderes tun, aber ich weiß genau, dass sie das eigentlich tun sollten, und die beharren dann sogar drauf. Also ich sehe das alles nicht. Ich lasse das gerne gestalten durch meine Kunden, weil ich davon ausgehe, die sind in ihrer eigenen Welt. Und das ist so diese Kybernetik zweiter Ordnung, diese Idee, ich bin Teil meiner Welt und ich gestalte es. Ich kann von außen nicht draufschauen, ich kann nur Fragen stellen und das System wird etwas tun. Ja, und von diesem Ansatz her, den ja Heinz von Förster oder auch meine lieben Freunde, sage ich immer, Heinz von Förster, Paul Watzlawick, Ernst von Glasersfeld, Umberto Maturana ist der Einzige, der heute noch lebt davon, so auch in den Grundzügen begonnen haben, geht es im Coaching darum, einen neuen Entwurf zu machen. Ja, zu sagen, wie wollen Sie denn ab morgen gerne Ihr Leben haben? Und die Frage ist legitim. Die können Sie sich heute stellen. Gerade heute können Sie hier sitzen und sagen, wie hätte ich denn eigentlich gerne mein Leben? Und dann können Sie das verschieben und Sie können sagen, das mache ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder wenn ich dann Zeit habe oder in der Pension oder wann auch immer. Oder Sie beginnen das ganz einfach, indem Sie auf Post-its kleine Notizen machen, woran Sie erkennen würden, dass Sie ein gutes Leben haben. Und dann ist meine einzige Einladung immer, dass Sie genau das tun, gnadenlos das tun, was auf den Post-its steht. Und da möglichst schauen, dass Sie jeden Tag so auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 ist, Sie leben das gar nicht, und 10 ist, Sie leben das voll und ganz, dass Sie jeden Abend zu sich sagen können, ich bin auf einer glatten 10. Ja? Und das sollten Sie durchziehen. Müssen Sie aber nicht, nicht, weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, das bin ich mir nicht wert oder ich darf mir es vielleicht nicht einmal wert sein. Ja? Das ist ungehörig, auf einer 10 zu sein, die sollen dann auch auf einer 5 sein und sich ein bisschen gestaltet fühlen, das ist auch in Ordnung. Ja? Also jeder, wie er will und kann. Und dann ist so wirklich die Frage, was ist das, was Sie eigentlich leben wollen? Und da gibt es Menschen, die sagen, eigentlich will ich Spaß am Leben haben. Das ist eh schon frivol, ne? Da kommt man dazu, dass man einfach Spaß im Leben hat. Nicht? Und die schmeißen dann alles konsequent aus ihrem Leben raus, was ihnen keinen Spaß macht. Tun das einfach nicht mehr. Das ist, dass sie sagen, ich möchte möglichst viel Geld verdienen. Andere sagen, ich möchte möglichst viel Geld verdienen und möglichst wenig arbeiten. Wieder andere sagen, ich möchte mit guten Leuten zu tun haben. Ich möchte gute Beziehungen haben. Und wenn immer sie merken, dass, ja, dann ist es das nicht. Und da muss man auch konsequent sein und die Wahl treffen und sagen, es passt nicht jeder Topf zum Deckel. Ja, und dann wählt man ein anderes System. Es gibt ja so viele, nicht? Ja, also es ist die Qual der Wahl. Ne? Martin Buber sagte ja mal, wir sind nicht nur frei, sondern wir sind auch verdammt frei zu sein. Ja? Wir müssen es uns aussuchen, wir müssen es leben. Und da geht es immer wieder darum, ein Optimalszenarium zu schaffen und das dann auch zu leben. Und das klingt relativ einfach und das ist es auch. Und Sie können das ab morgen leben. Ja? Sie brauchen nicht darauf warten, dass Sie von irgendjemandem die Erlaubnis bekommen, weil die kriegen Sie eh nicht. Ja, dann warten Sie auf Godot und auf den wartet man ja bekanntlich lange. Sondern Sie können das handhaben wie einen Umzug. Sie können sagen, jetzt steht da
Wagen vor der Tür und alles, was ich noch brauchen kann, nehme ich mit. Und dann ziehe ich um in das neue Optimalszenario. Dann gehe ich möglichst nicht mehr in die alte Wohnung duschen. Ja? Das mache ich nicht mehr. Ich brauche nicht mehr darüber sprechen, wie denn das Alte war und ob das gut oder halb gut oder schlecht oder wie auch immer war, sondern ich lebe in dem Neuen. Ich lebe in dem Neuen und freue mich darüber, dass ich etwas tun kann, was mir wirklich Spaß macht. Was schön ist, was gut ist. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten haben wir heute. Aber viel zu wenig Menschen nutzen das. Und ich lade Sie herzlich ein, so im Coaching daran zu arbeiten. Und Sie werden sehen, Sie brauchen keine Analyse. Sie müssen nicht einmal fragen, was Ihr Problem ist. Ihre Kunden brauchen nicht einmal ein Problem zu haben. Es geht nur darum, dass Sie vorhaben, noch länger zu leben. Dann haben Sie schon. Und gut zu leben. Ja? Und nicht einmal das. Sie könnten sogar ein Negativszenario. Sie könnten sogar sagen, ich möchte endlich erleben, dass es mir schlecht geht. Ja? Und ich möchte mich jeden Tag ein bisschen. Ne? Also egal, was Sie gestalten. Sie können es gestalten und können das wählen, was Sie wollen und was Sie auch verdient haben. Und dafür brauchen Sie eigentlich kein Problem haben. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwelche Probleme zu lösen, sondern es geht darum, funktionierende Zukunftsentwürfe zu schaffen. Wenn heute jemand zu mir kommt, ich arbeite ja nicht nur mit vornehmlich Geschäftsführern und CEOs jetzt von großen Konzernen, sondern auch mit Unternehmen, mit sehr großen Unternehmen in Change-Prozessen, dann sagen die, wir haben das Problem, dass wir viel zu hohe Kosten haben und viel zu kleine Rendite oder ja, wie auch immer, dann geht es darum, ein Szenario zu schaffen, das funktioniert. Und dann brauchen wir keine Analyse und wir brauchen kein Tal der Tränen und wir brauchen keinen vierjährigen Veränderungsprozess. Wir brauchen im Prinzip nur wissen, was denn ab morgen idealerweise sein soll, optimalerweise. Und wenn Sie das gnadenlos leben, dann brauchen Sie über die Probleme eigentlich nicht mehr sprechen. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie Sie da arbeiten? Also wenn Sie sagen, zum Beispiel in so einem Prozess in einer Firma, wie Sie ihn ganz grob skizziert haben jetzt, da wird nicht lange analysiert, nachgegrübelt, was war da also und so weiter und so fort, sondern es geht um dieses Szenario. Wie arbeiten Sie da konkret? Wie ist da Ihre Herangehensweise? Was gibt es da an Methodik? Ja, das ist relativ einfach. Es geht ohnehin immer nur mit der obersten Unternehmensleitung. Und die müssen sich darüber klar werden, was sie wirklich wollen. Was sie wirklich in diesem Unternehmen, was sie von dem brauchen. Und es geht nicht darum, was geht oder was möglich ist, weil dann machen wir immer gleich Abstriche, sondern es geht um die Frage, was wollen Sie wirklich? Wie hätten Sie es gern? Woran würden Sie erkennen, dass das ein Unternehmen ist, von dem Sie sagen, dass ich das noch erleben darf? Ja? Ist das ein vorwiegend im Gespräch geführter Prozess oder ja. Arbeiten Sie da mit Methoden, mit anderen Methoden? Ich arbeite mit allen Methoden, die ich dazu entwickelt habe. Das sind teilweise dann auch Workshops, wenn es darum geht, so ein gemeinsames Bild zu gestalten innerhalb des gemeinsamen Rahmens. Da sind dann oft 200 Menschen im Raum, die gemeinsam ein Bild schaffen. Wie sie sozusagen gemeinsam dieses neue Bild leben wollen, wie sie sich positionieren wollen. Da gibt es natürlich verschiedene Tools, aber im Prinzip geht es immer wieder um diese Begleitung, um dieses Dranbleiben, um dieses Fragen, tun Sie denn auch heute das, was Sie eigentlich tun wollen? Und worin besteht der Unterschied? Was müsste denn anders passieren? Welcher nächste Schritt steht an? Ja, was gilt es jetzt zu tun? Und ich denke, das Harte und das Schwierige an der Gestaltung von etwas Neuem nach einem Lebensumbruch ist ja dieses Dranbleiben, ist ja dieses Drehen von Ehrenrunden. Jeder weiß ganz genau, was er gestalten will und gestaltet das mit einer großen Freude. Und dann fällt er wieder zurück und macht das Alte weiter. Und ich denke, es braucht dann jemanden, der dabei begleitet, an dem Neuen dran zu bleiben. Mhm. Ja? Also dieses Dranbleiben, dieses immer wieder hartnäckig zu fragen,
Was tun Sie jetzt? Tun Sie das, was Sie eigentlich tun wollen? Und wenn nicht, was bräuchte es jetzt anders? Und woran werden die anderen erkennen, dass sie immer noch dran sind? Woran erkennen die anderen überhaupt, dass sie mal das Neue leben? Ja? Das sind alles Fragestellungen, die sind für einen Coach aus meiner Sicht wichtig. Ja? Und da haben wir keine Sekunde über das Problem gesprochen. Also auch im Coaching geht es nicht um die Frage, was ist Ihr Problem, sondern um die Frage, wie hätten Sie es denn gern? Also in welches Szenario hinein möchten Sie sich begeben? Können genau. Wir noch mal ganz kurz, weil das war mir am Anfang nicht ganz klar, wie würden Sie einen Lebensumbruch in seiner Qualität definieren? Als neue Chance? Ist das eine Situation, wo tatsächlich ein paar so Eckpfeiler, die man sich so im Leben aufgebaut hat, einfach umkippen? Oder etwas bricht. Redet man von einem Leben, Sie sprechen ja nicht von Problemen. Es ist einfach ein Bruch, ein Bruch, nicht? Also es ist ja, es kann ja zum Beispiel, ein Bruch entsteht durch einen Fluss. Ja? Sie sind am einen Ufer und da drüben ist das andere Ufer. Und das ist ein Bruch sozusagen. Ein Bruch kann auch sein, wenn Sie am Eis... Ein Bruch... Auch ein Bruch. Ja, genau. Redeflussbruch. Ja? Ein Bruch kann ja auch sein, wenn Sie sich am Glatteis, wenn Sie am Glatteis sind und plötzlich bricht das Eis vor Ihnen, ja? Dann müssen Sie die Richtung verändern. Sie können nicht mehr weiter. Ist ein Lebensumbruch etwas, das tendenziell eher einem passiert oder das in Ihrer Vorstellung selbst eingeleitet wird? Weil ich zu dem Ergebnis komme, so will ich jetzt nicht mehr leben, da passen ein paar Dinge nicht. Also ich erlebe immer beides. Es ist immer etwas, von dem Menschen sagen, das ist mir passiert, ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ja? Die Menschen schauen ja für gewöhnlich nicht so drauf, dass sich die Dinge verändern. Die sehen das nicht so. Ja? Und plötzlich ist es da. Sie haben nur die ersten Anzeichen nicht gesehen. Und das ist so der eine Punkt. Und langsam merken sie aber, was so die eigenen Beiträge dazu waren. Ja? Und diese eigenen Beiträge, die führen das ja auch herbei. Die führen so einen Lebensumbruch herbei. Und letztendlich ist man es schon selbst, der das mit herbeigeführt hat. Und von daher sind sie immer Gestalter ihres eigenen Wandels. Also ich sehe nichts Negatives an dem Thema Lebensumbruch, selbst wenn der unter manchmal unangenehmen Begleitumständen daherkommt. Sie haben gesagt, also ich verstehe Ihren Ansatz sehr verstandesorientiert eigentlich auch. Ja. Ich muss in der Lage sein, das zu benennen, das in Sprache zu fassen, das heißt auch zu abstrahieren. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Kommunikationstheorie sagt, dass wir nur einen sehr kleinen Teil im Bewussten des Verstandes abhandeln und einen sehr großen Teil im Unbewussten, wie kann dann der Punkt erreicht werden, dass ich jeden Tag zu 100% sagen kann, das ist genau das, was ich will, nämlich im Sinne eines durchdringenden Selbstverständnisses? Naja, erstens habe ich jeden Tag die Möglichkeit, wieder was anderes zu wollen. Ja. Also, wenn ich das nicht mehr will, dann werfe ich es weg und sage, das ist es nicht. Ja. Ja? Aber anders gefragt, ist Wollen im Sinne eines hundertprozentigen Verstehens meines Willens möglich? Ich glaube, dass es kein hundertprozentiges Verstehen gibt, weil dann die Frage ist, wer definiert 100%? Nicht? Also definiere ich selber, ich habe es jetzt 100% verstanden. Also für mich ist immer die Frage dessen, was ich will, das ist für mich eine Frage der Positionierung. Nicht ein anderes Verhalten. Ich halte nicht viel von NLP, ja, muss ich dazu sagen. Ich kenne einen der Begründer sehr gut, er ist ein lieber Freund von mir. Ich kann dem nicht sehr viel abgewinnen. Und ich glaube, dass auch sehr viele Coaching-Richtungen heute auf eine Verhaltensänderung
abstellen. Ja? Und ich denke, es geht nicht um eine Verhaltensänderung. Wenn Sie nur Ihr Verhalten ändern, dann verändern Sie sich nicht. Mir geht es wirklich darum zu sagen, wer will ich sein? Ja? Wer will ich morgen sein? Und wenn heute beispielsweise eine Führungskraft mit mir arbeiten möchte, dann sagt die, eigentlich möchte ich ein Chef sein, der genau weiß, was er will, der das auch tun kann, was er will, und der mit seinen Mitarbeitern die Wege geht, die letztlich zum Erfolg führen. Und dann sage ich, ja, dann lassen Sie uns doch daran arbeiten, dass Sie das auch sind. Dass Sie das auch wirklich jeden Tag tun, was Sie sein wollen. Und das geht immer von innen heraus, aus meiner Sicht. Wenn Sie sich dann immer noch als klein und gemein beschreiben, sozusagen, dann haben Sie nicht viel gewonnen. Ja, dann passiert also nicht so viel. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass sich Menschen in ihrer Wirklichkeit selbst schaffen? Also ja, natürlich. In dem, was Sie sein wollen, auch selbst Bilder erschaffen und sich dahingehend dann auch verhalten oder ihr Leben einrichten, und dass es die Aufgabe eines Coaches ist, Menschen dabei zu begleiten, aber das weder positiv noch negativ zu bewerten, sondern genau. Eher darauf zu achten, ob das tatsächlich ein... Ob das passt. Ob das passt, genau. Also. Genau, ja, also die Viabilität, passt das? Passt das, was Sie tun, zu dem, was Sie wollen? Kriterien, an denen Sie als Coach sagen können, passt oder passt nicht? Na, ich frage ja den anderen, ob es passt. Spielt Ihr eigenes Gefühl, Ihre eigene Wahrnehmung da eine Rolle? Also wissen Sie, meine Wahrnehmung ist so subjektiv wie die Wahrnehmung von jedem hier im Raum. Was immer ich einem Coachee sage, stimmt ja nicht. Das stimmt für mich. Ich kann ihm noch 100 Mal sagen, Sie sind ein toller Mensch. Wenn er sagt, ich glaube es aber nicht, dann macht das keinen Sinn. Wissen Sie, was ich meine? Also diese Zuschreibungen von außen, von denen halte ich nicht viel. Aber Sie können das ganz einfach selber ausprobieren. Sie können, ich weiß nicht, ob dann noch genug Menschen da draußen unterwegs sind, wenn Sie aus der Veranstaltung gehen, aber wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen nach dieser Veranstaltung und Sie gehen mal auf der Landstraße und Sie tun so, als wären Sie jemand, also richtig sexy, ja, und Sie gehen durch diese Landstraße und Sie überlegen, wie gehe ich denn dann, und Sie überlegen sich, wie fühle ich mich dann, und Sie überlegen sich, wie schaue ich dann die Menschen an, ja? Und will ich das überhaupt sein, passt das zu mir, ja? Und dann schauen Sie mal, was Sie für eine Wirkung erzeugen, ja? Sie können auch über die Landstraße gehen mit Bad Hair Day und haben Sie eine andere Wirkung. Und wenn Sie jeden Tag so tun, als wären Sie ein schlechter Mitarbeiter oder eine ganz normale Führungskraft oder eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, oder, ja, dann werden Sie genau das jeden Tag tun. Und ich glaube, es beginnt dort, wo Sie sich anders positionieren, wo Sie sagen, wer bin ich eigentlich? Und die Frage können Sie sich stellen, wer bin ich hier eigentlich? Wer will ich sein? Und genau das leben Sie. Und wenn Sie so für sich mit Pokerface jetzt gerade, ja, so für sich draufkommen, ist nicht so ganz toll, die Bilanz, nicht so prickelnd, ja? Dann können Sie sich überlegen, ob Sie was anderes, jemand anderer sein wollen. Ja? Wir haben ja gesagt, wir schauen heute ein bisschen in die Werkstatt, darum hätte ich jetzt doch nochmal die Frage, Sie kennen vermutlich ja sehr viele verschiedene Methoden des Coachings, sehr viele verschiedene Schulen, die es da auch gibt. Was unterscheidet Ihren Ansatz im Kern von anderen? Ich mache Beratung ohne Ratschlag. Das Buch gibt es ja seit mittlerweile 14 Jahren. Das heißt, ich gebe meinen Kunden keinen Ratschlag. Ich frage sie auch nicht nach dem Problem. Ich analysiere auch nicht das Problem. Ich frage sie danach, wie sie es haben wollen, und erarbeite mit ihnen in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Wir machen oft Lebensentwürfe in 1,5 Stunden. Ja, die aber dann halten. Ich treffe oft Kunden nach 10 Jahren auf der Straße, die dann sagen, das lebe ich alles noch. Ja?
finde ich schön, wenn Menschen so auch dranbleiben. Und es geht darum, die passenden Fragen zu stellen. Ja, pochi ma buoni, wenige gute. Gibt es da welche, die sich bewährt haben? Eine zentrale Frage ist aus meiner Sicht die Frage, woran erkennen Sie? Ja, woran erkennen Sie, dass es gut ist, dass es richtig ist, dass Sie das Richtige tun, dass Sie mit den richtigen Leuten zusammen sind? Woran erkennen Sie das passende Unternehmen? Woran erkennt das passende Unternehmen, wenn sprechen könnte Sie? Ja? Woran erkennen Sie, dass Sie in 5 Jahren noch Spaß an diesem Job haben? Und woran erkennen Sie, dass dieser Job und Sie, dass es eine große Liebe, die große Liebe des Lebens wird? Ja? Wie müssen Sie sich dann im Tanz miteinander bewegen? Und es geht darum, sozusagen gestaltende Fragen zu stellen. Ich glaube, ich habe in Beratung ohne Ratschlag um die, keine Ahnung, 500 Fragen drin. Die gelten nach wie vor. Ja, im neuen Buch habe ich auch einige Fragen drinnen, nämlich gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. Aber jetzt kommt dann ein neues Coaching-Buch raus und dann werde ich mir wieder die Mühe machen, die nochmal am Punkt zu bringen. Aber ich merke so im Laufe des Lebens, es werden immer weniger. Ja, eigentlich merke ich, ich brauche gar nicht mehr viel tun und das ist auch das, wo Sie auf Ihren Weg kommen, nicht wo Sie Ihre Methode entwickeln. Wenn in den relationalen Coaching-Ausbildungen geht es mir immer darum, dass die Teilnehmer ihren Coaching-Stil entwickeln, ihre Coaching-Tools entwickeln, ihre Art entwickeln, ihre Theorie auch entwickeln, ihre Art entwickeln, an das Coaching heranzugehen. Und es ist schön zu sehen, dass da unendlich viele Arten entstehen, Coaching zu gestalten. Die haben überhaupt nichts zu tun mit dem, was ich gut oder nicht gut finde. Aber das ist gut für die und das passt und das ist eigenständig. Das finde ich schön. Ich lade Sie ein, da auch entwickelnd und erfindend tätig zu sein. Das können Sie. Ist das in Ihrem Ansatz, Frau Radatz, wie wichtig ist die Beziehung zwischen Coach und Coachee? Also der Ansatz ist der relationale Ansatz und in dem steckt Relation. Ich denke, die Welt entsteht zwischen uns. Ja, und das ist wie ein Tanz aus meiner Sicht. Dieses Coaching ist ein gemeinsames Sich-Bewegen. Ich erlebe immer wieder, vor allem in den Coaching-Lehrgängen, das sage ich aber immer auch schon im Voraus. Ich sage, wenn Sie überhaupt nicht mehr mitkommen, worüber wir sprechen, dann bleiben Sie ruhig. Es ist ganz normal. Sie können es gar nicht verstehen, weil dieses Verständnis zwischen uns entsteht. Und da entstehen Bilder, die einfach entstehen. Ja, die einfach entstehen. Ich habe beispielsweise gestern Abend mit einer Kundin in London gearbeitet, deren Mutter, das ist ein persönliches Thema gewesen, deren Mutter, deren Eltern, aber die Mutter war tragend, das Haus an eines der Geschwister vermacht hat, sozusagen verschenkt hat, bevor jetzt die neue Erbschaftssteuer kommt. Und die anderen 4 Geschwister gehen praktisch leer aus oder fast leer aus. Und die hat gesagt, sie kann so nicht mehr mit dieser Familie weiterleben. Es ist so, als hätte sie ihre Familie verloren. Ja, das geht nicht mehr, es ist ein Lebensumbruch. Ja. Und ich habe gesagt, also wissen Sie, so, wenn ich mir das so anschaue, wenn, was Sie jetzt gerade da im Moment erleben, Sie erzählt das so nicht, erscheint mir das wie bei diesem Fall des Benjamin Britten. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Fall, den Film kennen, ne? Der Fall des Benjamin Britten. Das ist so ein Mann, der sozusagen zurückgeht in der Entwicklung. Ja, zuerst ist er erwachsen und dann wird er immer mehr Kind. Und ich habe auch gesagt, wissen Sie, manchmal kann das ja auch bei Eltern so sein, dass die einfach immer jünger werden. Und vielleicht ist das so ihre bittere Erkenntnis im Moment, dass sie ihre Eltern überholt haben. Ja? Dass sie sagen, das kann man doch nicht machen. Ja? Wie kannst du nur so einen Unsinn machen? Und ich kann dir das nicht verzeihen, aber wenn Sie davon ausgehen, dass Ihre Eltern, dass Menschen einfach so in ihrer Entwicklung und am Ende sind sie ja wirklich wie kleine Kinder oft, nicht? Am Ende
wickeln die Kinder ihre Eltern, ja, weil das ein Rückzurückgehen ist, dann können sie vielleicht ein Verständnis entwickeln und eine andere, neue Form der Beziehung aufbauen. Also wenn ich das jetzt so betrachte unter diesem Licht, ja, jemand anderer hätte es wahrscheinlich gesagt, wovon sprechen die? Sprechen Benjamin Britten und an den persönlichen komischen Fall und so, und was hat das mit den Eltern zu tun? Im Prinzip geht es für sie darum, ein neues Bild zu gestalten, ja, ein neues Szenario des Zusammenlebens, das nicht mehr die Eltern als Role Model zu sehen, dass sie ja immer ihr Leben lang sozusagen gesehen hat, die müssen was machen, was gut ist und was richtig ist und ich folge ihnen, sondern eher zu sagen, ich gehe mehr und mehr in die Rolle des Role Models für meine Eltern und kann sie in diesem Zurückgehen, dass sie sich durchaus verdient haben, gut begleiten. Aber ich muss sie nicht mehr als das ernst nehmen, als dass ich sie bisher immer ernst genommen habe. Und so können sie ein anderes Leben gestalten, durchaus wirklich ein anderes Bild entwickeln, selbst wenn die Personen, mit denen sie es zu tun haben, sich nicht verändern. Aber sie sehen es anders. Und dieses im Tanz sein mit diesem Coaching-Kunden, das ist etwas, das sich über Bilder und Sprache wunderbar gestalten lässt. Ja, ich hätte noch eine Frage zu dem Gestalten, damit sie nicht gestaltet werden. Wenn ich immer nur gestalte, finde ich das anstrengend. Ja, deshalb heißt auch mein Credo, das dem relationalen Ansatz zugrunde liegt, gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. Und eingangs habe ich gesagt, für mich ist beides in Ordnung. Sie sollten sich nur nicht beschweren, dass Sie ständig gestalten müssen. Sie sollten sich aber auch nicht beschweren, dass Sie immer gestaltet werden. Das ist Ihre Entscheidung. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn Sie ein bestimmtes, wenn Sie wissen, wer Sie eigentlich sein wollen und wie Ihr Optimalszenario aussieht, dann gehört dazu vielleicht, sich bewusst Entscheidungen bis zum letzten Moment offen halten zu wollen. So höre ich das jetzt von Ihnen, ja? Und wenn das Teil Ihres Optimalszenarios ist, wenn Sie sagen, das hält das Leben prickelnd, das hat was, ja, dann werden Sie das als Grundlage für alle Entscheidungen nehmen, die da kommen. Und dann werden Sie darauf vertrauen, dass es immer prickelnd bleiben soll, ja, und dass es ein Wechsel ist, sozusagen eine für Sie gesunde Balance zwischen Gestalten und gestaltet werden, ja. Und dann passt das für Sie. Das heißt, Sie haben ein Optimalszenario und das ist Ihre Grundlage, um dann in den einzelnen Entscheidungen, die sich jeden Tag oder in den einzelnen Möglichkeiten, die sich jeden Tag für Sie eröffnen oder die Sie erleben oder die Sie sich gerade auftun, dass Sie dann entsprechend dessen, was Sie wollen, das für Sie Passende tun. Okay. Ist gut. Sie hatten auch noch die Hand gehoben, bitte. Sehen Sie diese Überzeugung, dass das Richtige, dass das Richtige immer bleiben wird, nicht schon auch aus, das wäre eigentlich die eigene Handlung schon, das ist ja schon der Schritt, meines Erachtens, allein die Überzeugung, dass das Richtige für mich da ist, also der fixe Gedanke, dass das schon ein Schritt ist und dass ich nicht, dass ich daher selbst handle. Natürlich ist das ja die Paradoxie in sich, würde mein lieber Freund Heinz von Förster sagen. Denn allein, wenn Sie entscheiden, dass Sie sich gestalten lassen wollen, dann haben Sie ja gestaltet. Wissen Sie, was ich meine? Dann haben Sie nämlich gestaltet, dass Sie sich diesmal gestalten lassen. Dann machen Sie das bewusst. Mir geht es nur um das Bewusstsein. Ja. Mir geht es darum, dass Sie weniger oft sagen, das ist mir passiert. Und selbst das ist für mich in Ordnung, wenn Sie nicht sagen, wie schrecklich ist das. Ja. Aber wenn Sie sagen, das ist mir passiert und wow, ist das gut, wunderbar, ist doch großartig. Ja? Zu mir kommen aber meistens Menschen, die sagen, das Leben ist gerade nicht so wow. Ja? Und jetzt soll es mal wieder, ja, das Wing soll in mein Leben und ja. Und das Wing kann aber auch sein, wenn es jetzt um wirklich dramatische Situationen geht. Ich habe jetzt
heute früh erfahren von einer Vorständin, ja, also es gibt nicht nur in der Stadt Linz oder im Land Linz, sind die Frauen weniger, Land Oberösterreich, sondern auch in Unternehmen, die wurde jetzt gerade sozusagen wegentwickelt. Ja? Und das hat sie mir um 8 Uhr früh erzählt. Und dann haben wir an der Fragestellung gearbeitet, wie wollen Sie es jetzt machen? Wie passt das jetzt für Sie? Und dann geht es nicht darum, ein Remi-Demi zu gestalten, sondern ein dazu passendes, jetzt für Sie mögliches Optimalszenario zu entwickeln. Das kann eines sein, das in 2 Jahren nicht mehr passt, weil Sie sagen, jetzt wäre es dann depressiv. Aber jetzt passt das. Und mir geht es nur darum zu sagen, ist das gut, was Sie jetzt tun und wie Sie es leben? Und wenn es nicht gut ist, dann machen wir was anderes. Gut, ich schaue noch einmal in die Runde. Gibt es von Ihnen noch Wortmeldungen, bitte? Ja, zunächst mal, also ich kann viel von der Systematik, was von Frau Landers, kann ich irgendwie abgewinnen. Und Sie einige Stellen, muss auf meine Antwort. Ich finde auch das Zusammenspiel gut. Hier die Systematik, die ich jetzt nicht durchschaue, war mein König, also dieses auch ein bisschen das Gilde, das Zusammenspiel, finde ich sehr gut. Mich treibt so eine Frage der Systematik um, von der ich jetzt nicht weiß, ob sie konstruktiv sein wird, aber ich möchte es mal trotzdem versuchen zu formulieren. Mich spricht es sehr an, dass ich frei gestalten kann, also ein leeres Blatt sein kann, auf das ich morgen etwas Neues schreibe. Jetzt haben meine Eltern immer zu mir gesagt, bleib anständig. Das habe ich jetzt 40 Jahre lang versucht, ein Guter zu sein. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, Frau Radatz, und sagen würde, ich möchte morgen mal einen Tag schreiben, wo ich anständig bin, wo ich ein Schlechter bin. Mhm. Was würden Sie damit mir machen? Dann würde ich Sie als allererstes fragen, ja, woran erkennen Sie, dass das ein richtig gutes, passendes Szenario für Sie ist? Wird kein gutes sein, sondern ein schlechtes Szenario. Nein, ein gutes, unanständig schlechtes. Ja? Woran würden Sie erkennen, dass es so nicht, genau, eines, das für Sie ausreichend unanständig ist, sodass Sie sagen, wow, jetzt mache ich das, was ich will. Ich würde mich dabei unterstützen, unanständig zu sein. Natürlich. War das jetzt eine Fangfrage? Aber darf ich da vielleicht, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt noch Spaßbremse, aber gibt es dafür einen Coach eigentlich ethische Grenzen? Ich könnte ja die Vorstellung haben, morgen werde ich Massenmörder und Sie sagen, woran erkennen Sie, dass es sich für Sie gut anfühlt, dass ich Massenmörder bin? Also, das ist jetzt nur auf die Spitze getrieben, aber hat da ein Coach eine ethische Verantwortung auch oder ist alles möglich? Also, das ist ein schwieriges Thema, also ein wirklich schwieriges Thema. Und ich habe darüber einerseits mit Heinz von Förster, andererseits mit Umberto Maturana sehr oft gesprochen. Heinz von Försters Position, die ich sehr, sehr gut nehmen kann. Ich habe mich selbst wenig mit Ethik und Moral beschäftigt, weil es interessiert mich nicht. Warum interessiert es mich nicht? Weil es ja aus meiner Sicht, und da gehe ich durchaus eben mit Heinz von Förster, es klar sein muss, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt. Das kommt auch nicht von ihm, das kommt von Wittgenstein, seinem lieben Nennonkel. Ja, es ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt. Was meint er damit? Nichts anderes als, wenn immer Sie von Ethik sprechen, meinen Sie eigentlich Moral. Ja? Also Sie sagen jetzt gerade, was für einen anderen gut ist. Ja? Denn Ethik würde ja bedeuten, Handle steht selbst so, dass sich die Handlungsmöglichkeiten für alle erhöhen. Das ist so die Idee eines Heinz von Försters. So. Das heißt, es steht mir nicht an, moralische Wertungen vorzunehmen. Jetzt nehme ich aber Umberto Maturana heran, der mich mal vor vielen Jahren mit der Aussage schockiert hat, ein Massenmörder kann verantwortungsvoll sein. Und da habe ich einen Abend lang mit ihm gebraucht. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren im Vestibül Abendessen, das ist in Wien, neben dem Burgtheater, dieses schöne Fischrestaurant. Und da haben wir lang darüber gesprochen. Und
seine Position hat für mich schon was, nämlich wenn Sie die Verantwortung dafür übernehmen, ja, wenn Sie sagen, ich weiß genau, was dann passiert. Ja, meine Unanständigkeit ist, ja, und die Folgen davon können sein. Ja, und die nehme ich, die Folgen. Dann ist es für mich in Ordnung. Ja, es steht mir nicht an, jemandem zu sagen, was gut und was richtig ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen guten und einen richtigen Weg der Führung gibt oder einen nicht so guten Weg der Führung. Und ich habe jetzt eigentlich wenig mit Mördern zu tun. Deshalb habe ich noch nie die Situation gehabt. Ja? Aber ich hatte es einmal mit einem Menschen zu tun, der sehr depressiv war zu dem Moment. Ich kann mich noch gut erinnern, es war 20 Uhr abends, eine sehr hohe Führungskraft. Und eigentlich wollte er wegen der Strategieentwicklung kommen. Ich habe meine Assistentin schon nach Hause geschickt. Und dann steht er damals noch im dritten Stock. Jetzt sind wir ja im Schloss Schönbrunn, ebenerdig. Ne? Das ist ja, steht er im dritten Stock und hat das Fenster sperrangelweit offen und sagt, entweder das Gespräch bringt mir jetzt was oder ich springe. Und ich sage, jetzt bringen Sie mir ganz schön eine Bredouille. Ja? Was soll ich jetzt machen? Was sagen Sie? Was sagen Sie mir jetzt, was ich jetzt machen soll? Angenommen, Sie wären an meiner Stelle. Soll ich mit Ihnen arbeiten oder soll ich Sie springen lassen? Und ich sage, wenn ich jetzt an Ihrer Stelle wäre, würde ich sagen, na klar arbeite ich mit dem. Sag ich, ja, woran soll ich da mit Ihnen arbeiten? Ja, dann müssten Sie mit mir daran arbeiten, welche Alternativen ich habe. Ja, welche Alternativen hätten Sie denn dann, wenn ich mit Ihnen arbeiten würde? Ja, dann müsste ich mir überlegen, wie mein Leben anders würde. Und wir waren in einem wunderschönen Gespräch. Ja? Und dann haben wir irgendwann, bin ich hingegangen, das Fenster zugemacht und habe gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Dann habe ich gesagt, nein, das brauchen wir nicht mehr. Aber in dem Moment so denke ich, aha, was mache ich jetzt? Aber Sie machen das, was Sie machen. Nur ich kann mir nicht anmaßen zu sagen, was gut und was schlecht ist. Ich habe meine Meinung. Wenn jemand wissen möchte, was ich für eine Meinung habe, sage ich das immer ganz klar. Ich sage aber immer auch klar dazu, es ist meine Meinung. Also ich habe, gerade bei diesem Buch, das war fantastisch. Ich habe, wenn Sie meine Bücher lesen, dann werden Sie überall sehen, dass ich immer, fast in jedem Satz schreibe, ich denke, ich glaube, meiner Erfahrung nach, ja, meiner Erkenntnis nach, meinem Wissen nach, also ich sage immer, das hat nur was mit mir zu tun, muss überhaupt nichts mit Ihnen zu tun haben. Und dann haben die tatsächlich im Lektorat mühevoll alles rausgestrichen und alles auf eine objektivierte Basis gestellt. Ja? Und dann ruft mich die an und sagt, es war so viel Arbeit, aber ich habe das jetzt alles rausgenommen. Und ich war entsetzt. Und dann habe ich gesagt, also, wissen Sie was? Sie hatten noch die Rohfassung, oder? Ja, wissen Sie was, in dem Fall lassen wir es jetzt so, wie es war. Ne? Und Sie kommen einmal zu mir in ein Seminar und dann erkläre ich Ihnen, warum ich das so mache. Also ich würde mit Ihnen da sofort dran arbeiten. Ich freue mich über Ihr Like, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Und folgen Sie meinem Kanal jetzt.